Hallo und herzlich willkommen zum Kinderbuchseminar von Leseleben e.V. Mein Name ist Dr. Med-Sibylle Mottelink und ich bin nicht nur Ärztin, sondern ich liebe Kinderbücher. Am liebsten unterhalte ich mich mit Gabriele Hoffmann über Kinderbücher, denn die ist eine wirkliche Expertin. Sie hatte über 35 Jahre ihren eigenen Kinderbuchladen. Heute geht es um Rigo und Rosa von Lorenz Pauli und Katrin Scherer, erschienen im Atlantis Verlag. Heute muss ich gestehen, dass ich ein bisschen bestechlich war. Was? Wieso bestechlich? Ja, bestechlich, weil es sich um eine Katze handelt. Oh, sprich um Rigo. Rigo ist ein Leopard. Süß. Und er lebt im Zoo in einem Käfig. Und da ist natürlich mein Herz auf der Stelle weit, weit, weit offen für so ein armes Tier, denn ich weiß, als Katzenmensch, also wir haben, mein Mann und ich, wir haben über 30 Jahre mit Katzen zusammengelebt und Katzen sind ja sehr freiheitsliebende Tiere und eine Katze einzusperren ist natürlich eine große Gemeinheit. Aber Gitter sind durchlässig für kleine Mäuse. Und das ist Rosa und Rosa kommt nun zu Rigo und besucht ihn. Und zwar übrigens, und dabei kann ich gleich verraten, es handelt sich um ganz viele Geschichten. Es ist eine Geschichtensammlung. Ah, okay. Und diese Geschichtensammlung beginnt an dem Punkt, an dem die beiden sich kennenlernen, bis dahin, wo es eine ganz, ganz große heiße Liebe zwischen den beiden ist. Aber wie sie sich kennenlernen, das ist schon mal so eine bezaubernde Situation. Denn Rosa kommt in heller Aufregung in den Käfig von Rigo, schmeißt sich vor ihn und sagt, du musst mich beschützen. Hier sind ganz viele wilde, böse Tiere unterwegs und du bist groß und stark und du musst mich beschützen. Rigo denkt noch für einen Augenblick, fressen oder fragen, was man dann jetzt tun kann. Und er überlegt sich, wenn er sie frisst, kann er sie nicht mehr fragen. Also das Fragen kommt auf jeden Fall vor dem Fressen. Und deshalb stellt er ihr diese Fragen, wie es denn ist, wie man sie denn beschützen kann. Und die Geschichte endet dann nicht gleich beim ersten Mal, aber dann sehr schnell damit, dass dieses Vertrauen, was sie in ihn hat, und dieses Selbstbewusstsein, was sie übrigens auch hat als kleine Maus, das besticht ihn doch so. Aber vor allem ist es das Vertrauen, was ihn dazu verführt, wirklich sie beschützen zu wollen. Zeig mal das Bild näher. Das ist ja total der Hammer, dieses Bild. Unglaublich, oder? Das ist diese echte Liebe. Vor allem dieser Ausschnitt, ja, nur die Schnauze im Ausschnitt. Ja, das ist sehr kühn von der Illustratorin. Die Illustratorin ist übrigens Katrin Scherer, die sowieso einige der wunderbarsten Bücher der Welt gemacht hat. In der Zusammenarbeit mit Lorenz Pauli, der wirklich auch ein Philosoph unter den Kinderbuchautoren ist. Und die beiden sind ein Gespann. Das ist einfach im Moment das Kostbarste, was die Kinderliteratur an aktuellen Texten zu bieten hat. Texten und Illustrationen zu bieten hat. Weitere, aus unserer Sicht sehr empfehlenswerte Kinderbücher findet ihr unter leseleben.de.